Katie Price, 16, ob sie die größten Brüste Englands. Model Katie Price, 44, ist bekannt für ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe. Zum ersten Mal legte sie sich mit zarten 18 Jahren, nämlich im Jahr 1998, unters Messer und ließ sich ihre Oberweite auf eine 32C vergrößern. Nun teilt ihr Freund Ryan Mira ein Foto beim Weihnachtsessen auf Instagram, das eine noch üppigere Oberweite unter einem legeren Pullover zeigt. Das neue Brustvolumen ist trotz des lockeren, hochgeschlossenen Schnittes nicht zu übersehen. Was steckt dahinter? Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, ist es mittlerweile das 16. Mal, dass sich die 44-Jährige für ihre Brüste in den Obsaal begibt. Damit handelt sie entgegengesetzt der Meinung von Experten, welche ihr ausdrücklich davon abrieten. Denn bei jeder weiteren OP könnte das Model sterben. Der Londoner Schönheitschirurg Dr. Amar Khan warnt, es gibt Risiken, die mit den wiederholten Narkosen einhergehen. Dass die fünffache Mama mit einem Rollstuhl in eine Schönheitsklinik in Belgien eincheckte, dürfte ihren Kindern nicht gefallen haben, eine Quelle habe The Sun außerdem verraten. Dass es sich bei diesem Eingriff um das Einsetzen von zwei 120 ml schweren Implantaten gehandelt haben soll. Der Grund für die Wahl? Katie Price wolle die größten Brüste des Landes. Nicht nur eine Vollnarkose bedeutet Stress für den Körper. Bei dem chirurgischen Eingriff kann es ein erhöhtes Risiko für Blutungen, Wundheilungsstörungen und Infektionen geben. Werden Nerven durchtrennt, vermindert sich nach einer Vergrößerung die Sensibilität der Brustwarzen, im schlimmsten Fall bleibt die Taubheit oder eine höhere Empfindlichkeit bestehen. Zu den häufigsten Komplikationen zählt die Kapselfibrose. Kommt ein körperfremdes Material in den Körper, antwortet der Organismus mit dem Bilden einer Hülle aus Bindegewebe. Bei einer Kapselfibrose ist diese Produktion erhöht, weswegen die Kapsel sich verhärtet, verdickt und schrumpft. Das führt nicht nur zur Verlagerung des Implantats oder zur Verformung der Brust, sondern auch zu Schmerzen, die zur nächsten Operation führen. In den vergangenen Jahren hat sich die Brustgröße des Models immer wieder verändert, jedoch auch nicht immer vergrößert. Katie Price nahm nämlich auch Brustverkleinerungen vor. Wichtig ist trotzdem zu wissen, dass jeder Eingriff ein Risiko birgt. Katie scheint mit ihrem Beauty-Wandel offenbar noch nicht fertig zu sein. Quellen: The Sun, Apothekenumschau.